Hol mir dich da raus. Emmett Brown. Dann ist es wahr. Tja. Hey, du da. Du da. Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograf zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen dürfen. Ja, wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Stand bevor... Das Komische ist, ich erinnere mich gar nicht, da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler ist? Hab ich gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell, schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Mhm. Ah, das kenne ich zu gut. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Tja, wir hatten das Teil die ganze Zeit in der Hosentasche. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Tja, wer weiß. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück! Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown! Emmett Brown! Oh, euer Ehren! Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration Alter, haben, von Emmett hat jeder die gleiche Stimme für Emmett, oder was? Da er geisteskrank ist! Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber! Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Na, halt die Klappe. Du kannst dich nicht vom Gesetz verstecken. Wirf ihn mit einem Kuchen los. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Steht hier noch was anderes? Nein. Emmett? Emmett, psst. Verrat mich nicht. Emmett ist hier oben. Nein. Lass dich nicht von deinem Vater herum... herumkommandieren. Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Spring einfach in den Levitator und ab geht's. Was soll er machen? Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen. Er hat keine dabei. Komm schon, Emmett, du kannst deinen großen Moment nicht verpassen. So zusammengekauert siehst du nicht gerade würdevoll aus. Besser würdelos als tot. Ja, Mann. Lass mich mit ihm sprechen. Hey! Je länger du dich versteckst, Mr. Brown? Du! Denk nur nicht, du kannst ihn beschützen! Emmett ist weg. Emmett ist weg. Sie haben ihn gerade verpasst. Junger Mann, ich habe 15 Jahre lang im Strafgericht von Hill Valley gearbeitet. Ich kann einen Heuchler 10 Meilen gegen den Wind riechen. Übergibst du ihn mir jetzt? Oder muss ich Gewalt anwenden? Verärger ihn nicht! Ja. Also wenn du nichts sagst? Also ist er da bei dir? Danke auch. Ich befehle dir sofort, da runterzukommen! Nee. Wir könnten ja den Vater da reinstecken. Ich will mit meinem Sohn sprechen! Emmett ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott! Und du bist sein Sprachrohr! Yep. Davon gehe ich aus, ja? Wie hat sich entschieden? Sie schüchtern ihn ein. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Oh. Das ist das Problem. Er hat sich aber entschieden, Mann. Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Ja. Nein! Okay. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Emmett. Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Ja, aber...
Setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Wer ist Custer? Also, was ist dein Plan? Ich bleibe einfach hier. Nach ein paar Jahrhunderten setzt sowieso der Versteinerungsprozess ein. Und das war's dann. Okay, klingt nach einem Plan. Ja, aber, Vielleicht gibt er dir ja eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. Warte, nope. Richterborn. Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Nein. Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Vier! Emmett. Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. Ja, aber... Du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Los, Emmett. Vater? Sohn? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie einen eigenen führen. Ich hätte mich unterdrücken sollen, und deine ganze Kraft brauchst, um schlecht zu halten. Das ist Amerika, Papa, und in Amerika. Also ich verstehe gar nichts. Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist, um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt. Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Es ist Emmett wichtig. Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Emmett ist nur... Dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Die hat er von seiner Mutter, aha. Hören Sie, Euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Ja. Sicher. Sicher wird es das. Ha. Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und, Ja. Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, um dich zu vertrauen. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören. Wenn er reden möchte. Kommt aus England, Irland oder Australien oder so? Wegen Brown? Brown ist ja schon ein englischer Name, also Nachname. Emmett? Spielst du bitte den Friedensstifter, Pollyanna? Ja. Ich glaube, diesmal meint er es wirklich ernst. Er wird mir nicht zu... Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit? Der Herr schütze uns vor starken Vätern. Warum habe ich kein nettes, weinerliches Weichei als Vater? Tja, aber
Das ist auch kein Kinderspiel. Das Wichtige dabei ist, Vater? Väter können sich ändern. Sagst du? Tief in seinem Innern macht er sich nur Sorgen, du könntest dich verletzen. Keine körperliche Verletzung könnte so schlimm sein, wie der psychische Schaden, den ich erleide. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso. Aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Als wir denken. Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster. Ja, ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, ist auch für mich da bin, um ihn zu unterstützen. Da, 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 da! Papa! Emmett! Oder so. Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Abzuheben. Oh gut, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator... präsentieren zu dürfen. Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Nein, nicht mit dir. Vergessen Sie's. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doch! Komm weg! Aber... Weg! Warte! Doc! Oh mein Gott, Doc! Sagen Sie was? Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ruthenium. Ich hole Hilfe! Zeitung! Sie meinen... Wir bringen sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte. Tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Und weg, Sir. Doc, kommen Sie zurück.
Doc?